Hoher Besuch im Harz. Mario Zaja zu Besuch in Ilsenburg. In der letzten Woche gab es in der Kleinstadt im Harz hohen Besuch aus der deutschen Hauptstadt. Der Generalsekretär der CDU, Mario Zaja, besuchte den Ort und schaute sich an, wie das Leben in der Kleinstadt aussieht. Mit dabei war auch der Bürgermeister der Stadt, Dennis Löfke. Gemeinsam ging es in die evangelische Grundschule und in die Innenstadt. Grund für das Treffen sind unter anderem die anstehenden Bürgermeisterwahlen und die Mitgliederkonferenz, die am selben Abend noch stattgefunden hat. Der Anlass ist auch die Bürgermeisterwahl, die hier stattfindet, dass ich den hiesigen Bürgermeister Dennis Löfke sehr gerne unterstütze für seine Arbeit. Ich kenne ihn aus der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Sachsen-Anhalt und unterstütze seine Arbeit sehr und wollte dabei auch hier sein. Und das Zweite ist, dass wir hier eine Mitgliederkonferenz der CDU durchführen, dass wir über die Dinge sprechen, die uns unter den Nägeln brennen, Tacheles reden, offene Worte finden für die Dinge, die in Deutschland, aber auch hier im Bundesland nicht gut laufen. Und dafür ist die heutige Mitgliederkonferenz am heutigen Abend vorgesehen. Und jetzt haben wir noch eine Reihe an Terminen, um hier ein bisschen in die Dinge hineinzuschnuppern, die Dinge kennenzulernen, die hier in Sachsen-Anhalt eine Rolle spielen. Das war mir wichtig, dass er vieles hier sieht in der kurzen Zeit. Wir haben also bei einem Bäckermeister die erste Station absolviert, der hier neu angefangen hat, also ganz viel Mut bewiesen hat in diesen schweren Zeiten. Wir waren an einer evangelischen Grundschule, haben die Probleme eines freien Schulträgers uns angehört. Wir haben hier mit Unternehmern, insbesondere auch im Handwerk, noch gesprochen. Und was man eigentlich an fast allen Stellen wahrnehmen konnte, sind die großen Probleme mit den Energiekosten. Das ist eigentlich das Thema Nummer eins, mit dem unsere Unternehmer hier, gerade auch die Handwerker, kämpfen. Und das ist das, was ihm quasi mit als Aufgabe mitgegeben worden ist nach Berlin, dafür zu sorgen, mit der CDU dafür zu sorgen, dass wir von diesen hohen Energiepreisen wieder runterkommen. Ich habe das hier in Ilsenburg heute nochmal deutlich gespürt. Die steigenden Energiepreise sind gerade für die Handwerksbetriebe ein großes Ärgernis. Sie schreiben rote Zahlen und können dafür nichts. Gleichzeitig aber eine Energiepolitik zu machen, die günstige Kernkraft in der völlig falschen Zeit abschaltet und die dazu führt, dass wieder teure andere Energie eingekauft werden muss, ist nicht gut für das Land, weder für die Handwerker und die Mittelständler noch für die Deutschen in ihren Haushalten. Bei dem Besuch ging es auch in viele Geschäfte oder in das bekannte Hotel zu den Roten Forellen. Das ganze Spektrum sollte abgedeckt werden. Man sieht, was sich in den letzten Jahren in Ilsenburg getan hat. Viele Projekte standen an und vieles wurde umgesetzt, um das Leben im Harz attraktiv und sicher zu gestalten. Gerade deshalb bedeutet der Besuch des Staatssekretärs dem Bürgermeister sehr viel, da er somit seine Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Ja, also die Projekte der letzten Jahre sind im Wesentlichen der Hochwasserschutz. Wir sind ja zweimal sehr stark von Starkregen getroffen worden und haben inzwischen sehr viel Geld in den Hochwasserschutz investiert. Das hält ja auch noch an, das wird auch noch weitergehen. Ansonsten haben wir die Schulen alle saniert bzw. sind dabei. Wir bauen neu in Dardingenrode, wir bauen einen neuen Kindergarten in Ilsenburg. Also die Infrastruktur insgesamt in dieser Stadt ist wirklich enorm am Wachsen und am Sanieren. Und das ist eigentlich ja, die Erfolgsbilanz, die ich vorzuweisen habe. In der CDU sieht man derzeit viele gut gelaunte Menschen, weil die Umfrageergebnisse es auch hergeben. Wie viel Power bringt denn so ein Generalsekretär für so einen Bürgermeisterwahlkampf überhaupt mit? Ja, das ist immer eine Frage. Ja, bringt das was, wenn man Gäste sich ranholt? Hat das jetzt einen unmittelbaren Effekt? Das vermag ich nicht zu beurteilen, aber ich sehe es als Wertschätzung für die Stadt. Ja, weil es kommt ja nicht... Also so ein Generalsekretär kommt ja nicht irgendwo hin, sondern er kommt in eine aufgeräumte, in eine prosperierende Stadt. Und das ist schon Wertschätzung für sich genommen. Ob sich das jetzt in Wahlprozenten auswirkt, glaube ich nicht mal. Aber ich bin froh, die Stadt vorzeigen zu dürfen und eben auch nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die Probleme mitteilen zu können. Ilsenburg konnte nicht nur zeigen, wie attraktiv das Leben im Harz sein kann. Die Kleinstadt konnte somit auch den ein oder anderen Denkanstoß mit nach Berlin geben.